Aloha. Du bist Artyom? Komm rein. Wer Munai Baila tötet, ist mein Freund. Die Munai Baila, wie wir sie nennen, haben meine Leute zu Sklaven gemacht. Wollten mich in Fesseln legen. Der Tod ist besser. Jo, ich bin da. Ich höre dich laut und deutlich. Dein Mann hat mir geholfen. Ich stehe in eurer Schuld. Aber warum seid ihr hier? 5 Jahre ist niemand gekommen. Nur Munai Baila. Tiul, was weißt du über die Antennen bei deinem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale. Meine Mutter hat da gearbeitet. Sie war ein Kommunikationsoffizier. Oh, rein zufällig. Das Gebäude ist seit langem verlassen. Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht. Hab aber nichts gefunden. Verlassen. Giul, wir haben dir geholfen. Kannst du jetzt unserem Mann helfen, da hineinzukommen? Gut. Ich helfe ihm. Artyom, du musst das Archiv finden. Es sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden. Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg, ab dem Jahr 2013. Damir wird bald da sein. Du kannst auf ihn zählen. Miller, Ende und aus. Klar. Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt, bevor noch mehr von ihnen kommen. Bevor noch mehr. Benutze die Werkbank, wenn irgendwas repariert werden muss. Es gibt alle möglichen Gefahren. Ein kluger Mann würde da nicht hingehen. Ja. Du scheinst klug zu sein, aber du hast keine Wahl. Danke für das Kompliment. Ich bin, sag mal, sehr geehrt von dir. Das ist einfach. Und wir machen ein paar Kühlchen, oder? Ja. Nett. Schlafplatz. Ich hab sie irgendwie schön einrichten lassen hier. So ein eigener Altar. Sieht nett aus, also wirklich nett. Na gut, gehen wir runter. Wieder. Nur. Oh, was hier? Eine Postkarte. Ja, was ziemlich gut aussieht. Ich nehme meine Postkarte mit. Bereit? Nein? Dann beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Doch, ich hab Zeit. Nick. Vor dem Krieg war es hier schön, das Meer. Ich war 5 Jahre alt. Mama war jung, lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai Baila sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. Idioten, alles Idioten. 5 Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Also mit 10. Bitte, nein. Alter, das ist doch unmöglich.
Also ich weiß nicht warum. Ich finde, die Map ist zu groß und viel passiert zu viel. Warst du das jetzt oder war der Typ das? Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Ich war schon dort. Aber wegen der Spinnen bin ich nie weit hinein. Cool, Spinnen. Siehst du den Gang? Geh hindurch. Ich folge. Klar. Eine Map ist viel zu viel, was hier passieren kann. Das ist das Problem an der Map hier. Die ist so groß und hat keinen Ladebildschirm. Deswegen ist es sehr ruckelig hier. Fahre runter. Geh dann nach links. Da ist ein schmaler Gang. Ich bleibe hier. Jemand muss den Strom bewachen. Der Strom ist weg. Warum muss jetzt den Strom bewachen? Dann nehm doch mal meine scheiß Dynamo und dass es aufladen kann. Wenn du Mamas Bild siehst, bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Cool. Ach so, so viel spinnet hier. Und die kommen ja alle ein, cool. Moment mal, habe ich nicht schon mal gegen Spinne kämpft, nicht schon mal hier? Oder beziehungsweise im ersten Teil nicht so aufs Spinne spielt? Eigentlich weiß ich doch das selber. Warum wird es mir denn zum tausendsten Mal wieder erklärt? Jo, ich kann es teilweise auch verstehen. Du weißt nicht ja. Okay, ich weiß nicht. Was hier ist. Hi. Da lang? Einen anderen Weg noch? Ich glaube nichts, dass ich jetzt hier so spontan sehe. Ich glaube, das ist der Rückweg. Ja, also doch hier lang. Und ich werde hundertprozentig schwer sein, weil das Licht komplett ausfällt. Du bist cool, Spinne, weißt du das? Oh, hallo. Tja, jetzt bist du im Arsch, wa? Was ist das denn jetzt? Warum sind wir so dumm geworden?
Ich wollte sprinten. Warum hat er nicht gesprintet? Ah, dann halt nicht. Ja, wir sind Freunde, wir suchen auch Mamas Bild. Deswegen sind wir sehr genau. Deswegen sind wir untersprungen. Bist du Mama? Anscheinend nicht. Ich will auf Shotgun bleiben. Ja, cool. Die kommen aus überall in ganzen Löchern vor. Kittel, Kittel, Kittel. Scheiße. Da lache ich meinen eigenen Witz so runter mit mir. Natürlich. Maske. Zappel des Todes. Der fliegt nach oben. Aktivieren wir das Licht. Oder irgendwas. Ah. Artyom, 1-3-Test. Ich bin's, Damir. Hallo, Damir. Du kannst mich hören. Ich bin auch hier. Die Jude hat mich fast erschossen. Sie sagte, ich sei ein Feind. Schön. Damir, du bist nicht da, also hast du keine Ahnung, was hier unten abläuft. Also ich bin hier und hab meinen Spaß mit den scheiß Insekten und du hockst da oben mit deiner neuen Freundin und ich darf hier abrackern hier. Finde ich aber sehr fair. Warum wurde der mit dem Messer erstochen? Stepanic, wir sind ohne Paddel einen beschissenen Fluss hinaufgefahren. Aus den Erdspalten, die das Erdbeben aufgetan hat, kommt nun Gas, und zwar giftiges Gas, wenn mich nicht alles täuscht. Bislang bewahrt uns das Lüftungssystem davor. Aber was passiert, wenn der Strom wieder ausfällt? Oder wenn noch ein Beben kommt und die Erdspalten sich noch mehr öffnen? Ich habe den Chef gefragt,
Aber der lässt nur wieder das Übliche hören. Sitzt dir den Arsch im Büro platt und dreht Däumchen. Keine Panik aufkommen lassen. Sitzt dir den Arsch im Büro platt und dreht Däumchen. Keine Panik aufkommen lassen. Und unbedingt Anweisung Nummer 1 befolgen. Ich weiß schon nicht mehr, was ich tun soll. Ich auch nicht. Okay, weiter runter. Schön, wo fehlt er? Oh, wo liegt denn fehlt er? Die Hilfe. Ach, da bitte. Blöde Frage, wie schaffst du mir von oben die unteren Etagen zu öffnen? Das Lüftungssystem arbeitet normal. Alles Personal hat die allgemeinen Anweisungen zu befolgen. Heißt jetzt normal, ich kann die Maske abnehmen? Oh, cool. Weiß ich nicht, ob das wirklich Deutsch... Nee, eigentlich ist... Das ist... Warte mal, muss ich kurz genauer hinsehen. Nee, ist sogar getrennt worden. Glaube ich. Dass das Ost- und West-Berlin ist. Cool, also das ist ein schönes Detail. Natürlich schon eine Detail. Weil damals haben ja die Russen, sag mal, Osten übernommen. Ich wusste ja. Ich wusste ja nicht, ob das, sag mal, der Krieg dann so lange angehalten hat, dass der Westen immer noch der Westen bleibt und der Osten der Osten. Oder beziehungsweise wie andere, wie Wessis sagen, die neuen Bundesländer. Autsch. Ja, das Ding ist hier richtig nervig. Brutzelt noch, wenn man Leuten leuchtet. Aber ich verstehe auch nicht, warum mit, sag mal, anfällig UV-Strahlen sind, also beziehungsweise Lichtstrahlen sind. Ich habe glaube ich irgendwo einen Text noch gelesen darüber, aber ja, halt vergessen voll. Die Verbindung bricht ab, du bist zu tief. Ich habe aber eine Idee. Die Lautsprecher hier, wa? Aber wirklich sorry dafür, dass es halt so schlecht ist. Dass es dann jetzt so eine schwierige Fussel kommt. Wollte ich eigentlich gar nicht.